Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Willkommen in einem neuen Video bei uns. Wir wollen heute Karotten und ein Steak und noch so ein paar andere Sachen sous vide garen. Also mal etwas anders. Dafür haben wir von der Firma Kitchen Boss einen sous vide garer und ein Vakuumgerät zur Verfügung gestellt bekommen. Und das werde ich dir jetzt gleich erstmal in dem Unboxing zeigen. Dann guckt ihr jetzt erstmal unseren Trailer und dann geht es mit dem Unboxing los. So, ich mache hier schon mal das Plastik ab. Ah, da seid ihr ja schon. Super. Also, hier ist das Spielzeug. Wobei, sorry, kein Spielzeug, sondern ich glaube ein vollwertiges Gerät. Wir haben von der Firma Kitchen Boss den Sous Vide Garer, ich muss kurz gucken, G320 bekommen. Das ist das allerneueste Gerät von denen und den wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was in dieser Verpackung drin ist. Vakuumbeutel für das Vakuumgerät. Das zeige ich euch gleich, die sind aber trotzdem immer dabei. Dann hier einen wunderschönen Bag, wo man das Gerät dann nachher reinpacken kann. Man muss es ja nicht immer wieder in den Karton zurückpacken. Ein schönes Kochbuch mit 20 Gerichten drin. So erstmal für den Anfang, damit man schon mal so ein bisschen Ideen vorweg bekommt, bevor man anfängt, seine eigenen Kreationen zu machen. Ein Instruction Manual, auch in Deutsch, ist auch mit dabei. Dann haben wir hier, ich muss mal reingucken. Ich sehe es ja auch zum ersten Mal. Ah, die Halterung, die man auch schön weit aufmachen kann. Das ist ja klasse. Sehr schön. Wirklich universell einsetzbar mit Sicherheit. Dann haben wir hier Kabel. Okay. Und hier haben wir dann den Stick selber. So, hier ist das alles schön gesichert mit einer Folie, damit das halt auch schön sauber und ordentlich beim User ankommt. Hier mittig ist ein Verstellschraube. Kann man das gut sehen, Schatz? Ja. Diese Verstellschraube kann man auch abnehmen. Alles wasserdicht, sodass man das halt auch alles schön sauber machen kann. Das ist natürlich eine schöne Sache. Gar nicht so riesig das Teil. Sehr wertig und gut verarbeitet. Sieht echt klasse aus. Ich weiß, dass man ihn hier aufschrauben kann. Kann die Edelstahlhülle abnehmen. Ich habe schon andere Modelle gesehen. Da ist das hier unten alles aus Kunststoff gemacht. Das ist natürlich immer auch schnell kaputt. Von daher glaube ich einfach, dass es ein bisschen langlebiger ist. Hier ist es auch klasse beschrieben. Hier kann man sehen, Maximum, viel und Minimum. Das ist auch sehr gut gemacht und kann man auch klasse lesen. Hier drin ist, sieht das natürlich aus wie so ein Tauchsieder. Und hier ist der kleine Propeller, der dann im Endeffekt das Ganze umwälzt. Hier ist bestimmt die Sonde für das Thermometer. Aber das sieht ja klasse aus. Machen wir es mal schnell wieder zu. Ich habe mir eine Schale gekauft, wie man sie in der Gastronomie verwendet. Diese Schale, da möchte ich gerne den Sous Vide Stick dann hinterher drin einbauen. Die Halterung ist so flexibel, dass man die hier super dran bekommt. Die kann ich hier klasse dran schrauben. Und dann kann ich den G20er Stick da hervorragend einfach reinschieben. Klasse. Hier an der Seite hat man halt so eine Schraube, die fixiert den Stick. Das heißt, ich könnte den, wenn ich jetzt ein kleineres Gefäß hätte, könnte ich den halt auch oben weiter fixieren, so dass man den wirklich flexibel benutzen kann. Will ich aber nicht, weil ich kann ja die volle Tiefe hier bei mir verwenden. Dieser Halter ist außerdem für die ganzen Sous Vide Sticks von Kitchen Boss zu verwenden. So, ich habe den Stick jetzt hier mal eingebaut, er ist an. Hier gibt es ein schönes Display. Dann gibt es hier einmal den On-Off-Button und hier den Set-Button, über den man dann die Bedienung des Geräts macht. Mittig zentral ist natürlich der große Dreh-Button und über den können wir halt im Menü manövrieren. Der Stick hat 20 Presets, die voreingestellt sind. Ich kann ja hier mal kurz so ein bisschen durchscrollen. Das sind halt Steak, Burger,
Schweinekotelett. Und so sind halt ganz viele, also sprich 20 Presets hier verbaut worden. Und am Ende dieser 20 Presets gibt es nochmal 5 Punkte, die man halt selbst belegen kann, individuell für einen selber. Sieht doch klasse aus, oder? Ich hoffe, jetzt kommt gleich mal der erste Freie, genau da. Also man kann natürlich alle Sets verändern, auch die 20 Presets, die vorweg sind. Ich habe mir hier einen Stil selber jetzt vorbereitet, 75 Grad, 30 Minuten, und den werde ich benutzen, um gleich die gescrambleden Eier zu machen. Und dann gibt es halt noch weitere 4 Stils, die man halt selber noch verändern kann. Ich glaube, das zeigt euch einen guten Überblick, wie man mit dem Gerät manövriert und es halt einstellt. Zweiter Teil Unboxing. Wir haben jetzt hier den Vakuum-Sealer von Kitchen Boss G210. Schatzi, geh mal runter bitte mit der Kamera. Hier ist das gute Stück. Ich mache mal den Karton auf. Oh, guck mal, da ist schon wieder eine schöne Hülle dabei. Das ist doch klasse. So kann man die Sachen wenigstens schön wegpacken. Dann sind dabei ein paar Beutel. Müsste jetzt direkt gucken, wie viele das sind. Aber das sieht so aus, als wenn das 10 und 10. Kann man auch jederzeit bei Kitchen Boss nachkaufen. Die machen auch regelmäßig Aktionen, wo man so Coupons bekommt, worüber man zum Beispiel die Geräte auch verhältnismäßig günstig kaufen kann. Das ist eine zusätzliche Dichtung, die dabei ist. Und hier ist das Gerät. Gebrauchsanweisung. Und ein zusätzlicher Schlauch, den man hier anschließen kann. Es gibt so Vakuumbehälter, wo man oben ein Vakuumgerät anschließen kann und kann die dann unter Vakuum setzen. Dafür ist dieser Schlauch gedacht. Sehr schöne Sache, werde ich demnächst mal zeigen. Ich habe diese Gläschen schon gesehen und die finde ich sehr, sehr gut. Dieses Vakuumgerät sieht echt wertig aus. Innen drin schön verarbeitet, sieht echt auch gut aus. Und wir haben von unserem letzten Video noch ein bisschen Fleisch über, was ich gerne jetzt einfrieren möchte. Das können wir doch jetzt mal eben schnell auch gleich vakuumieren damit. Das ist eine gute Idee und das werden wir jetzt sofort auch tun. Ich habe mir mal eben schnell die Gebrauchsanweisung durchgelesen. Jetzt nehme ich mir hier den Stecker unten raus. Da ist ein schön langes Kabel dran. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich habe mein Fleisch da schon in meinen Beutel getan. Das ist einer von den Beuteln, die mit bei dem Sous-Vide-Stick dabei waren. Da sind 10 Stück mit dabei. Die sind 4 mm dick, PBA-frei. Und mit denen kann man halt einfrieren, in die Mikrowelle packen. Man kann die auch natürlich auch mit dem Sous-Vide-Stick verarbeiten. Das ist alles damit möglich. Nur natürlich nie keine offene Flamme oder so direkt auf den Herd legen oder so. Das geht natürlich damit nicht. Ich lege jetzt meinen Beutel, den ich ein bisschen kürzer geschnitten habe, hier hinein. Verschließe das hier, bis es Klick macht. Drücke jetzt hier auf meine Taste, damit das Ganze vakuumiert wird. Jetzt ist er dabei und vakuumiert und schweißt mir mein Fleisch super fest ein. Das war's. Jetzt ist mein Fleisch hervorragend eingeschweißt, wie man hier sehen kann. Und so kann ich das gleich wunderbar in Tiefkühler packen. Das sieht doch klasse aus. Sei willkommen zum zweiten Teil unseres Videos. Im ersten Teil haben wir jetzt ja das Unboxing gemacht von dem Sous-Vide-Stick und dem Vakuumiergerät. Und jetzt werden wir
ein Scrambled Egg machen. Das heißt, wir haben zwei Eier, die schlagen wir gleich auf mit ein bisschen Milch. Dann kommen die in einen Vakuumbeutel und dann kommen die halt in unser Wasserbad. Unser Wasserbad wird dabei 75 Grad haben und das Ganze kommt da 30 Minuten rein. Ungefähr bei 15 Minuten nehmen wir es einmal raus, werden das einmal so ein bisschen verquirlen, damit das uns nicht komplett gerinnt alles. Und dann hängen wir es weiter rein. Ich habe jetzt schon mal unseren Sous-Vide-Stick vorprogrammiert. So, 75 Grad, 30 Minuten und dann werde ich den jetzt mal starten. Hier kann man jetzt sehen, wie das Wasser schön umgewälzt wird und wenn ich jetzt mal den Mund halte, kann man auch hören, wie leise das Gerät läuft. Kaum zu glauben, ne? Das Gerät steht direkt neben mir. Da läuft mein Sous-Vide-Stick und ist am Hochheizen. Ich stehe hier und man kann es kaum hören. Also für die Scrambled Eggs zwei Eier. Jetzt kommt wieder mein Standardspruch. Ich hasse Eiweiß an den Fingern. Ich muss einmal kurz Finger waschen. Ein bisschen Milch. Boah, ist die wieder voll. Die meisten machen das irgendwie mit Sahne. Die sagen immer dann Heavy Cream. Ich mache das aber mit Milch. Jetzt schlagen wir das Ganze mal so ein bisschen auf. Ein bisschen Salz, nur nicht zu viel. Und ein bisschen Pfeffer. Das Ganze schlagen wir jetzt weiter auf. Super. Und jetzt müssen wir halt noch einen ganz kleinen Moment warten, bis der Stick soweit ist und das Wasser aufgewärmt hat. Wir sind schon bei 63 Grad. So, der Stick hat das Wasser jetzt erwärmt. Ich habe mein Ei hier, das fülle ich jetzt hier in einen Beutel hinein. So. Dann werde ich das jetzt versuchen, da so viel Luft wie möglich rauszunehmen. Das haben wir jetzt somit getan. Das geht an seiner Tischkante super. Jetzt falte ich das hier einmal, hänge es hier hinein. Und ich habe so eine schöne Klemme. Sehen, Schatz? Ja. Die klemme ich jetzt hier drüber. Und die hält das jetzt hier fest. Und wir sind jetzt hier am Laufen. Und ich hole jetzt mal eben schnell mein Thermometer und dann zeige ich euch mal die Temperatur, die wir im Wasser hier haben. So, da ist mein Thermometer. Die linke Zahl, die auf 74 steht, das ist die Temperatur, die mein Thermometer anzeigt. Das Thermometer auf dem Stick springt immer zwischen 75,1 und 74,9 hin und her. Mein Thermometer wird wahrscheinlich nicht so 100% genau laufen wie das von diesem Kitchen Boss Sous-Vide Stick. Also die Temperatur ist definitiv erreicht und es ging auch verhältnismäßig zügig, dass er da hingekommen ist. So, fertig. Die halbe Stunde bei 75 Grad ist um. Ich nehme das jetzt hier raus und fülle das mal in meine Schale. Ich habe das jetzt hier in eine kleine Schale gefüllt. Ich werde es mal probieren. Wahrscheinlich noch mega heiß. Mmh. Oh, ist das geil. Also, Rührei ist von gestern. Das hier ist tausendmal besser. Und ist echt gut. Toll. Ich glaube, ich werde das jetzt nur noch so machen. Mmh, geil. Ja. Weiter geht's. Als nächstes wollen wir diese wunderschönen Karotten auch Sous-Vide machen. Die müssen auch bei 75 Grad 30 Minuten in das Sous-Vide-Bad. Wir müssen die natürlich jetzt erstmal Vakuum verpacken. Wieder in einen Beutel, auch von Kitchen Boss. Ich habe hier jetzt schon mal den Beutel auf Position gelegt. Verschließe jetzt das Gerät. Man muss es an beiden Seiten gleichmäßig hier zumachen, bis es knack sagt. Das habe ich natürlich jetzt verredet. Dann drückt man einmal hier drauf. Jetzt kann man gleich hören, wie er verschweißt. Einmal hier in der Mitte auf Stopp drücken. Schon ist es fertig verschweißt. Und jetzt kann es weitergehen mit unserem Sous-Vide-Stick.
Sieht doch genial aus. Richtig gut verschweißt. Da ist wirklich keine Luft mehr drin. Also diese Beutel sind schon klasse. Ich glaube, ich werde mir da noch viele von bestellen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Erstmal mache ich unten einen Link hin, wo ihr auf den Shop kommt von Kitchen Boss. Die haben immer wieder auch Aktionen, sodass man halt auch günstig an dieses Gerät rankommt. Und bis jetzt, ich habe jetzt ja noch nicht so fürchterlich viel damit gemacht, aber mich begeistert das schon. Also ich finde das echt gut. Jetzt warten wir kurz darauf, dass der wieder aufgeheizt hat auf 75 Grad und dann geht das sofort weiter. So, jetzt gibt er mir gerade Signal, ich kann jetzt meine Karotten hier reinfallen lassen. So, die bleiben jetzt da drin für 30 Minuten. Bis gleich. Yeah, unsere Karotten sind jetzt auch fertig. Die sehen doch schon klasse aus. Die haben auch schon eine super Konsistenz. Boah, sind die geil. Die kommen nachher kurz in die Pfanne und werden nochmal so ein bisschen karamellisiert. Wird mit Sicherheit tipptopp sein. So, nächster Step, Step Nummer 3. Wir haben hier ein schönes Stück Filet uns besorgt. Da mache ich jetzt ein bisschen Pfeffer drauf. Nicht zu viel, weil wenn man überwürzt, das wird halt alles sehr, sehr kräftig da drin. Und auch nur ein wenig Salz. So, klasse. Das tue ich mir jetzt in meinen Vakuumbeutel von Kitchen Boss. Ich tue da gleich ein bisschen Öl drauf. So, jetzt kommt da ein Hauch Öl hinein. Das reicht mir schon. Kein Olivenöl, weil Olivenöl ist viel zu kräftig im Geschmack und macht eventuell so einen metallischen Geschmack, den wir nicht wollen. Und dann tun wir hier noch einen 2 Großmarinen drauf. Und dann werden wir das gleich einschweißen. Bevor ich das jetzt einschweiße, will ich euch noch mal schnell dieses Buch zeigen. Dieses Buch ist sehr schön gemacht, wirklich toll gemacht. Tolle Bilder da drin und auch ein schöner Text. Leider nur in Englisch, aber das sollte ja nicht so das Problem sein, oder? Ich finde, dieses Buch sieht richtig gut aus. Und ich glaube, ich werde die Sachen auch mal nachkochen. Finde ich schon sehr cool. So, unser Gerät ist wieder an. Ich lege das Fleisch wieder hier vorne hin. Die Kante wieder schön ins Gerät, mache die Klappe zu, bis es knack knack sagt, drücke hier auf meinen Knopf. Jetzt dauert das wieder einen ganz kleinen Moment. Und das war's. Damit ist das verschweißt. Jetzt drücken wir hier wieder auf den Open-Knopf und können das Gerät wieder öffnen. Schön verschweißt. Und so können wir das gleich in unser Bad packen. Ich programmiere hier gerade das Gerät, weil wir brauchen jetzt für das Steak 53 Grad. Das lässt sich hier verhältnismäßig einfach machen. Kann man schön in 0,1 Schritten, kann man hier die Temperatur verstellen. Und dann brauchen wir 105 Minuten. So, jetzt zeigt er mir wieder an, dass die Temperatur stimmt. Und mein Fleisch geht jetzt in das Bad hinein. Kleiner Tipp vorab, es ist natürlich immer gut, wenn man das Fleisch nicht direkt aus dem Kühlschrank nimmt, sondern wenn das schon mal Raumtemperatur hat. Hier könnt ihr jetzt sehen, es dauert noch 31 Minuten und wir sind jetzt gerade bei 52,9 Grad. Jetzt wird er kurz nachheizen und seht ihr, und jetzt ist er bei 53,3. Also das ist schon ziemlich genau das Teil. Also nicht ziemlich genau, sondern mega genau. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Da unten kann man unser Fleisch liegen sehen. Dauert jetzt halt noch 32 Minuten. Hört ihr es piepen? Wir sind fertig. Ist es so geil? Damit sind wir durch. Unser Steak war
eine Stunde, nein, 105 Minuten, jetzt bei 53 Grad hier drin. Das ist jetzt soweit fertig, dass wir das jetzt gleich nur noch schön einmal richtig anrösten müssen. Und dann haben wir die gewünschte Kerntemperatur. So, wir haben einen Süßkartoffelstampf gemacht. Da mache ich jetzt ein bisschen Salz dran. Und ein bisschen Pfeffer mache ich da dran. Mein Fett in meiner Pfanne ist heiß. Ich tue da jetzt meine Karotten rein, die ich jetzt noch mal eben schnell ein bisschen karamellisieren möchte. Jetzt kommt da ein bisschen Zucker drüber, fast ein bisschen wenig Öl, aber das ergibt sich gleich von alleine. So. Ich öffne mir ein neues Öl und zwar benutze ich immer gerne ein Reisöl. Das wird ein bisschen heißer. Das tue ich mir jetzt in meine große Pfanne. Wir haben gerade so ein bisschen Scheißwetter hier in Deutschland oder in Hamburg, so dass ich leider jetzt auf dem Balkon meinen Grill nicht anschmeißen kann. Eigentlich war geplant, dass ich das jetzt mal eben schnell auf meinen Grill schmeiße und mal eben schnell den röste, das Fleisch von außen. Das mache ich jetzt leider nur mit meiner Pfanne. Die lasse ich jetzt richtig heiß werden und dann kommt da gleich das Fleisch rein. Ich habe hier unser Rumpsteak, was aus dem Sous-Vide-Garer ist. Habe das jetzt hier gerade oben aufgemacht und habe da mal so dran gerochen. Das riecht schon richtig geil. Obwohl es noch gar nicht gebraten ist. So, ich nehme das jetzt hier raus und tue das jetzt in meine Pfanne. Jetzt wird es ja ein bisschen lauter. So, schon einmal gewendet. Das muss jetzt von allen Seiten so ein bisschen angebraten werden. Ich schreie hier so rum. Eigentlich brauche ich das gar nicht, weil ich habe ein gutes Mikrofon. Wir braten das jetzt von allen Seiten schön an. Dann kommt da gleich nochmal ein bisschen Pfeffer rüber, glaube ich. Und das war's. So, das Fleisch ist schon schön angeröstet von allen Seiten. Ich habe leider hier so einen Riss in meinem Fleisch. Deshalb schneide ich das jetzt hier einmal so auf. Dann könnt ihr alle schon mal schauen, wie genial es aussieht. Dann packen wir den mal eben zur Seite und dann schneiden wir den hier so runter. Oh ja. Das sieht schon verdammt gut aus. Ich muss. So. Ich glaube, das sieht schon mal ganz geil aus. Ich habe noch ganz viel hier liegen. Werfe auch schon mit den halben Sachen um mich. So. Uno. Due. Uno. Due. Sehr schön. Da liegt es, unser Fleisch. Sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Wird mit Sicherheit auch gleich richtig gut schmecken. Ich finde, gelungen. Die Karotte hat genau die Konsistenz, wie ich sie mir so wünsche. Ich finde das ein sehr, sehr gut gelungenes Gericht. Da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Also, ich kann nur noch als Fazit sagen, die Verwendung eines Sous-Vide-Steaks ist im Endeffekt eine super Methode, um Fleisch, Gemüse etc. zu garen, schonend zu garen, so dass halt Vitamine erhalten bleiben, dass viel Flüssigkeit auch zum Beispiel im Fleisch bleibt. Ich habe irgendwie was gehört von Zahlen, von wegen, dass wenn man es anbrät, dass 40% der Flüssigkeit verloren geht und beim Sous-Vide-Garen nur 5%. Ich kann das nicht belegen, aber wenn ich mir das Fleisch so ansehe, ist es genau das. So ein Sous-Vide-Stick hat mir persönlich eigentlich noch gefehlt. Ich kann diesen Stick von der Firma Kitchen Boss nur empfehlen, obergenial zu arbeiten damit. Das ist aber keine Garantie und es ist auch nichts für faule Leute. Es ist im Endeffekt das gleiche Kochen wie sonst auch, nur viel schonender und der Geschmack wird erheblich besser. So, ich glaube, das war's. Joke, hast du noch was zu sagen? Nein. Okay.
In der Description Box unten werde ich einen Link zu Kitchen Boss tun. Mit ein bisschen Glück werden wir auch noch irgendwie einen Coupon bekommen. Beziehungsweise ich bin da gerade auf der Homepage bei denen gewesen. Da ist momentan auch so eine Aktion, womit man irgendwie so ein Rad dreht und dann da auch Sachen gewinnen kann. Ich glaube, 15% sind sowieso auf die Geräte von bei denen momentan drauf. Also ich kann es nur euch empfehlen, schafft es euch an, diese Geräte. Der Vakuum-Sealer, wir hatten einen, aber den werden wir wahrscheinlich jetzt verschenken, weil der ist 1000-mal besser. So, Schluss mit der Lobhudelei. Das war's für heute. Ich sage Tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Schaltet wieder ein, wenn der Frank am Kochen ist. Bis dann. Ciao, ciao.